Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 9.11.2021. Und hier, was hat unser DAX heute gemacht? Hat den Finger nicht aus der Nase rausbekommen, der kleine Kerl. Es sieht ein bisschen aus, jetzt arbeitet an einer Drehung. Ne? Also, als versucht er sich einzudrehen, wir haben wieder oben die Schatten, wir tun uns weiterhin schwer, irgendwie über der 16.030, die ja das alte Allzeithoch markiert hat, irgendwo nach oben rauszutreiben und eiern nun schon den nächsten Tag herum. Nun ist es so, nur zur Seite eiern, ne? Das kennen wir aus bestimmten Bewegungsabschnitten wie hier, aber auch wie hier, und so weiter, ist per se jetzt nichts, was grundsätzlich ja negativ zu werten ist. Na, also nur weil ein Markt nicht weiter steigt, heißt es nicht, dass er fallen muss. Es kann auch einfach eine Flagge sein, eine kleine Range, eine kleine Korrekturbewegung zur Seite, die dann nach oben aufgelöst wird und dann nimmt der Markt die nächsten Etappen. Die wären dann hier die 16.118 und ich würde sogar eher schon sagen, dadurch, dass der so knapp vor der 16.118 hier diese Range schiebt, wenn er da durchschlägt, dann geht er bestimmt auch gleich ein ganzes Stück weiter. Na, also dann wird's nicht bloß die 16.180 hier sein, sondern also nicht bloß die 16.38 sein, sondern wird er wirklich ein ganzes Stück weitergehen, oberhalb der 16.80 dann hier die 16.81 wahrscheinlich sogar überrennen, na, also und rein in die 16.230, 16.245. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und würde deswegen denken, dass man oberhalb von 16,90 schon ein bisschen aufpassen soll. Das ist so, ich sag mal, für einen Dienstag, für einen Mittwoch, oben raus, hätte schon das Zeug durchzukommen. Am Donnerstag würde ich eher sagen, der kommt dann bei 16,18 ruhig mal einen Short reinflacken, ne, wenn der sich dort nach unten wegzuckt, einfach rein bis nach unten eben durchhandeln, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das klappt und ansonsten. Wenn er jetzt zum Dienstag, Mittwoch da durchgeht, wird sich ein bisschen verhaltener sein. Ne? Also, der darf gerne wegdrehen. Sehen wir das? Sehen wir dort rote Kerzen untergeordnet, auch in kleineren Timeframes? Dann kann man da vielleicht einen kleinen Short probieren, aber dann wahrscheinlich auch erstmal nur auf diese Hochspitzen hier. Gerade eben die 1660 auch, ne? Die immer wieder von oben so ein bisschen oder von unten kommt, auch abgewehrt wird. Ja, und dann macht er wahrscheinlich bloß ein ganz kurzes hier oben ran, zurück und dann stößt er sich oben drüber. Ne? Also, gerade wenn das jetzt zum Dienstag oder dann eben auch Mittwoch oben überlaufen wird. Ja, ansonsten, wir haben aus dem Tageschart gesagt, das sieht ein bisschen nach Drehung aus, aber er muss halt auch was dafür liefern und das ist und bleibt einfach die 16.000. Ne? Also das, was wir da gestern gesagt haben, das bleibt auch weiter bestehen. Der muss dann nach unten rausarbeiten, um dann ein bisschen was zu bringen. Die Unterstützung, die bleiben alle die gleichen, die Ziele, die bleiben die gleichen, die Widerstände bleiben die gleichen, da ändert sich überhaupt nichts dran, weil wir letztendlich keine neue Chartsituation bekommen haben. Er hat sich mehr oder weniger in der Chartsituation der letzten oder des letzten Ja, eigentlich der letzten Tage, nee, eigentlich innerhalb des letzten Tages bewegt. Ne? Also, er ist ja eigentlich komplett im Freitag gelaufen, so in der Bewegungsspanne vom Freitag. Und von daher, lass mal das erstmal so rausstehen. Wir nehmen das weiterhin hier da über 16,60 raus, hat er Platz bis zu 16,118. Da jetzt zum Dienstag ein bisschen eher aufpassen, das hätte mir besser gefallen. Montag Aufwärtsgap da dran und dann richtig fett weg. Hat er keinen Aufwärtsgap gebracht und hat er sich ein bisschen was verpasst. Meinen Augen ein bisschen was verbaut, ne? Hätte schönere Chancen unten rausgekriegt, hätte einfach das Aufwärtsgap gebracht, so hat er ein kleines Abwärtsgap gebracht, ne? Und dann, das ist halt nicht so glücklich gelaufen. Punkt. Ende. Aus, weil es ist alles klar, die 16.000 ist der Triggerbereich. Wir passen weiter auf die 16,960, 16,49 auf. Das ist super Unterstützung. Die kann auch einen DAX gut nach oben wieder anfeuern. Bricht die aber, geht er tiefer, dann macht er sich hier zack, 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 zack. Die ganzen Ziele frei. Und wie gesagt, wenn er oben rausarbeitet, haben wir noch das. Stand jetzt würde ich mich an eurer Stelle nicht für die eine oder andere Seite schon zwingend festlegen. Ja, hat letztendlich sogar beide Möglichkeiten offen. Und sogar eher sogar noch leichten Vorteil auf der Oberseite, ne? Weil es ist bisher nur seitwärts. Es sieht nach einem Eintreten aus, aber muss halt auch echt anfangen, da unten die 16.000 rauszunehmen, sonst nützt das nichts. Kann es aussehen, wie es will, nach Abdrehen. Wenn dann am Ende eine lange grüne Kerze nach oben rauskommt, hat es nichts gebracht und nichts gekonnt, ne? Also in dem Sinne, wir nehmen das aus der letzten Analyse so mit und Punkt. Punkt, Ende aus. Viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.